Was geht ab, Amigos, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch meinen Geheimtipp vor, wie ihr innerhalb 15 Minuten den Freundschaftswert aufs maximale Level bringt. Und zwar mit meinem Trick. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schaut auch bei Twitch rein, denn da streame ich immer montags, mittwochs und freitags ab 20 Uhr mit euch und für euch Pokémon. Und dann würde ich sagen, genug Schnabernack, fangen wir direkt an mit dem Video. So, bevor wir mit dem Video starten, habe ich für euch ein paar Sachen noch vorbereitet. Und zwar einmal den Grundfreundschaftswert, die Entwicklung, die Veränderung der Freundschaftswerte und wie wir auch noch die Freundschaftswerte herausfinden können. Und deswegen starten wir mal direkt mit dem Grundfreundschaftswert. Wir haben 5 unterschiedliche Pokémon-Kategorien. Es gibt Pokémon, die starten mit 0 Punkte. Also ich blende euch hier auch am besten die Liste ein. Es gibt Pokémon, die starten mit einem Wert von 0. Es gibt Pokémon, die starten mit einem Wert von 35. Zwei Pokémon, die starten mit 90 Punkten. Dann Pokémon, die mit 100 Punkten starten. Und dann wiederum die Pokémon, die mit 140 Punkten starten. Also mit 140 Freundschaftspunkten. Die erhält ihr, sobald ihr das Pokémon gefangen habt oder es tauscht. Ja, das solltet ihr auf jeden Fall wissen. Dann zunächst erstmal, wozu brauchen wir die Freundschaftswerte? Na klar, es gibt Pokémon, die entwickeln sich nur ab einem gewissen Freundschaftswert. Ihr seht auch hier mal eine Liste eingeblendet, welche Pokémon es sind. Und zum Beispiel Evoli am Tag oder in der Nacht für Cyano oder Nachtara, Chanera für Heitera, Pi für Pipi und so weiter und so fort. Drückt einfach Stopp, falls ihr die Liste genau anschauen wollt. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur Veränderung der Freundschaftswerte. So, hier in der Liste seht ihr auf jeden Fall, dass es verschiedene Wege gibt, die Freundschaftswerte zu pushen. Ich gehe auf jeden Fall auf ein paar Sachen hier ein, nicht auf alles, deswegen auch hier, drückt einfach Stopp, wenn ihr alles sehen wollt. Ich empfehle euch auf jeden Fall, euer Pokémon in Schleide massieren zu lassen. Das am Anfang, das brauchen wir gleich für die 15 Minuten. Außerdem kommt dann noch Levelaufstieg, je neues Level. Und dann kommt noch wiederum Pokémon in wichtigen Kämpfen, also Arenaleiter, Top 4 oder Champ, einsetzen. Das sind drei Sachen, die wir auf jeden Fall für meinen Geheimtipp brauchen. Und ja, wo kann man auch die Freundschaftswerte herausfinden? Bei Diamant, Pearl und Platin damals, beziehungsweise jetzt bei Leuchtende Perle und Strahlender Diamant, könnt ihr das bei Ewe genau, bei einer Frau in Pokémon Centers herausfinden, in Herzhofen, eine Frau im Pokémon Fanclub, Route 213 in Dr. Schrittritts Haus und es gibt dann noch die Poketch-Funktion 06 Freundschaftsstatus. Außerdem, falls ihr noch irgendwie die Poketch noch keine Funktion habt, verlinke ich euch hier oben da das Video, wo ihr nachschauen könnt, wo man welche Poketch-Funktion findet. Aber gut, wir gehen mal direkt zu den Poketch-Bewertungen und zwar, hier blende ich euch auch mal nochmal die Liste ein, wann welches Herzsymbol wie viele Freundschaftspunkte meint. Also kein Herz laufen weg vom Finger 0 bis 69, kein Herz laufen hin zum Finger 70 bis 149, also laufen in die Mitte. Ein kleines Herz 150 bis 199, zwei kleine Herzen 200 bis 254 und zwei große Herzen bis, also das sind halt das Maximum, also 255. Und darauf wollen wir auch heute hinaus mit dem Geheimtrick. Hier blende ich euch nochmal die Liste mit den Bewertungen in Ewigenau und Bewertungen in Herzhofen, also was der Satz von der Frau, also jeweiligen Frau in Ewigenau oder in Herzhofen meint. Da könnt ihr auch einfach Stopp drücken, einfach zur Kontrolle, falls ihr es gerade macht. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit meinem Geheimtrick. Wir benötigen für meinen 15 Minuten Freundschaft-Level-Trick bei Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle folgende Sachen. Also folgende Voraussetzungen sind drei Voraussetzungen. Das erste ist, ihr braucht das Item Sanftglocke. Das zweite ist, ihr braucht sehr starke Pokémon im Team, am besten nur Level 100er. Und drittens, ihr müsst die Pokémon-Liga geschafft haben. Habt ihr diese drei Voraussetzungen erfüllt, dann können wir direkt anfangen. Und zwar, als erstes gebt ihr dem Pokémon, was die Freundschaft erhöhen soll, das Item Sanftglocke. Denn, ja, in der Beschreibung steht selbst, es besänftigt den Träger und macht ihn zutraulicher. Das brauchen wir halt auf jeden Fall fürs Freundschaft-Leveln. Das geht dann viel, viel schneller. Und was wir auch machen können, falls ihr es noch nicht gemacht habt, das kann man leider auch nur einmal am Tag machen. Und zwar fliegen wir einfach nach Schleide, lassen uns massieren. Das gibt einen kleinen Push noch dazu. Und dann starten wir mit den wichtigen Vorbereitungen für den Kampf. Und zwar ganz einfach, wir tun das Pokémon, was die Freundschaft leveln soll, an erster Stelle. Und wir tauschen es dann im Game
Natürlich, wenn das erste, also wenn wir jetzt in einem Kampf sind und das bei mir in dem Fall das Pi erscheint, tauschen wir es gegen ein anderes Pokémon, was das Pokémon im Optimalfall direkt mit einer Attacke K.O. macht und dann steht da ja immer Pokémon wechseln oder weiterkämpfen. Dann drückt ihr auf Pokémon wechseln, tut dann wieder das Pokémon rein, was den Freundschaftslevel erhöhen soll und das macht ihr die ganze Zeit. Das heißt, es kommt rein, es sieht sozusagen den Gegner direkt als erstes Pokémon aus unserem Team, dann tauschen wir es aus und so weiter und so, bis wir halt den Gegner besiegt haben. Wieso das Ganze? Und zwar, ihr habt es ja davor schon gehört in der Erklärung zum Freundschaftslevel. Wir brauchen, also das Massieren in Schleide fügt unserem Pokémon noch ein paar Punkte hinzu. Levelaufstiege führen dem Pokémon ein paar Freundschaftspunkte hinzu. Und außerdem wichtige Kämpfe in der Arena. Ja, damit erfüllen wir auf jeden Fall nochmal drei weitere Sachen. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann sollte sich der Freundschaftslevel sehr, sehr schnell erhöhen. Also wie gesagt, ich empfehle euch dafür sehr starke Pokémon, weil dann geht es auch viel, viel schneller. Welche Arenen empfehle ich euch, damit es sehr, sehr schnell geht? Und da empfehle ich euch wirklich, damit es wirklich sehr schnell geht. Die erste Arena in Erzlingen, dann die Arena in Ewigenau und dann in Fleetwood. Also, ich glaube, die erste Arena in Erzlingen war Boden-Pokémon. Da wäre es einfach Wasser-Pokémon. Ewigenau, das ist Pflanzen-Pokémon, also Feuer oder Eis. Und das dritte wäre in Fleetwood Stahl, Feuer. Die drei Typen am besten im Team haben, die dagegen sehr effektiv sind, damit es sehr, sehr schnell geht. Und warum diese Arenen? Ich meine, die ersten zwei Arenen, da müsst ihr einfach nur geradeaus durchlaufen und dann seid ihr direkt beim Arenaleiter. In Fleetburg ist das Ganze etwas, naja, schwerer, aber trotzdem wirklich noch das Einfachste, meiner Meinung nach, wenn man die anderen Arenen vergleicht. Und dann würde ich sagen, das war's mit auch mit meinem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat und weitergeholfen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo freuen und natürlich auch einen Daumen nach oben. Schreibt mir in den Kommentaren, ob es euch was gebracht hat. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Adios, amigo. Ciao, ciao.